Willkommen zu einer neuen Runde World of Warcraft von Blizzard Entertainment, Patch 9.1.1.K auf dem Privatserver Rising Gods. Wir stehen hier neben der Schildwache direkt in Aubergine, Aubergine. Letzte Runde haben wir hier geendet. Aber den Reitweg brauche ich ja nicht zeigen. Ja, bitteschön, Dankeschön, 5 Silber, 80, 7 Silber. Das nehme ich. Wir drehen uns mal wieder nach vorn. Wie sieht's aus im Inventar? Passt, reicht. Pack weg, zum Ausbilder gehen wir später, wenn wir hier fertig sind. Vorher sollen wir mal den ganzen Kladderadatsch. Im Norden haben wir fast alles fertig, also im Moment haben wir keine Quest mehr, aber wir kriegen da noch eine, da oben was zusammen. Hier den direkt, wo wir schon mal kurz reingeguckt haben, oder dran vorbei sind, an der Ruine. Und wir reiten jetzt streng am Strand lang Richtung Süden. Mal wieder an ihm hier vorbei. Da könnte man verkaufen, aber ach, das lohnt sich nicht. Wir holen uns jetzt hier die Meereskreaturen, Gurgelbacke und die restlichen Quests da unten. Jawohl. Schwarzmaul. Gurgelbacke. Die Scalps für die letzte Dröhnkiste. Oh, nun, da gibt uns auch noch Folge. Hier gibt es noch Folge. Jawohl. Noch reichlichst zu tun. Ich wollte kurz sagen, irgendeiner leer gemacht, aber der Mob hatte sich nur versteckt. Wahrnehmen. Gibt's ihm. Pack zur Seite. Hier kommen noch etliche davon. Die ist. Hier kannst du gleich aufmachen. Wie viel haben wir davon schon? 20 Muschelfleisch? Ach, das ist Kriecherfleisch. Das sieht alles nur gleich aus. Ja. Waisenfisch. Können wir den eigentlich schon? Waisenfisch? Oh, der ist schon grün. Nee. Mit sowas gilben oder nicht? Oh, der hat schön meiner weg. Da konnte man früher den Waisenfisch und auch den großen Waisenfisch gleichzeitig schnabulieren. Verzehren, genau, essen. Da hatte man eine schöne Mana-Rack. So, den Schnapper und Standard, Ziehwechsel, jawoll, fein. Und hier, da, da, ich. Kitty! Die ist 21, die zieht so stark. Ich hätte gern den Dunstkreis mal angezeigt, was die zieht. Dachte schon, der Raum ab. Das sah so komisch aus, komisch aus. So, hier wird's jetzt lustig. Hier musst du einfach nur alle Mobs wegschnetzeln, solange bis der da aus dem Wasser kommt. Hier liegen auch keine Leichen rum. Warum nicht? Ist ja seltsam. Mit. Los. Oh. Genau. Mitschneidet. Pest. Ich nehme dir mal ein paar ab davon. Hier, bitteschön. Bim. Und bim. Kitty, bist du auf dem Richtchen? Nö. Das ist egal. Kitty kriegt eine Heilung. Und da haben wir den Jäger. Und Kitty, bitte. Den da, genau, kriegst auch noch eine Heilung. Ach, der haut schon wieder ab. Das ist auch nett. So hätten wir es doch gleich machen können. Genau. Ja, das ist auch egal. Hier, komm, tralala. So. Aber eigentlich sollte Gurgelbacke schon auftauchen. Ah, hier mach mal, genau. Und Mist. Das kann wohl sein, weil ich die weggezogen habe. Den müssen wir hier auf Respawn warten. Oder wir reiten einfach erstmal weiter runter. Jawohl, mehr Muschelfleisch.
Muschelfleisch, Muschelfleisch, mehr Muschelfleisch. Ich kann schön schaurig singen, oder? Map, 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 map. 5 Minuten haben wir ungefähr für Respawn. Map. Ja, wie spät haben wir es jetzt? Genau. 7.85 Uhr. What? Ja, du weißt schon, was ich meine. Kennst du nicht? Wild von Otto. Jawohl. Zumindest nicht in dem Wortlaut, aber so ähnlich. Die Himmel, die und die und die machen wir auf. Hier versuchen wir es von der Seite. Ja, da lasse ich Kitty tanken, wollte ich eigentlich sagen, aber. Ich glaube, den ziehe ich so ran. Jo. Warum der denn zu mir kommt, weiß ich jetzt selber nicht. Weil Iso, weil Musu, genau. Oh, das ist. Und den schießen wir auch gleich an. Den, da bin ich gewöhnt, dass der auch mal dazukommt. Das ist auch. Ja, Kitty, der heilt sich. Boah. Gubbel, gubbel, Morlock heilt sich voll. Mit so ein bisschen Mana, ne? Was es ihm gekostet hat, das ist schon krass. So, jetzt wird's anstrengender. Die. Passiv. Sollte man rausziehen. Deswegen fange ich mit dem an der Seite dort an. Einfach nur rausziehen. So geht's schon mal nicht mehr. Das ist schaurig. Verteidigungsmodus, jawohl. Denn der andere kommt auf jeden Fall mit. Das ist jetzt erstmal nicht so tragisch. Das ist besser so. Genau, so muss das. So kommt das. Gut. Dann kannst du hier nur looten. Und eventuell komme ich hier schon ran. Jawohl, haben wir geschafft. Dit dahin, blub, blub, dit dahin. Hier kannst du dran drauf drüber. Genau, Welle der Heilung, die kommt nicht an. Huch, von wo? Da, ja. Und ich muss auch noch niesen. Verdammt Axt. Und es zieht sich hin mit dem Niesen. Verdammt noch schlimmere Axt. Map. Von da, jawohl. Kitty, Hilfe! Jo, da haben wir den auch. Und mehr Kisten gibt es hier unten nicht mehr. Da haben wir alles fort. Schwimmen mal fix hier rüber an den Strand. Gucken, halt das dahin, das dahin. Gucken, dass wir hier irgendwie rauskommen. Ich wollte nicht unbedingt dahin, weil ich dort immerhin schwimme. Ich wollte gucken, dass wir hier irgendwie vielleicht doch besser rauskommen, aber naja, klar. So klar. So klar. Und looten darf ich auch nicht. Mist. Dann kommen wir hier wenigstens raus. Jawohl. Aufsitzen. Wir müssen zum Strand. Hier reite ich lieber umständlich. Hier kommen wir gleich wieder. Ich habe da eine Kiste gesehen. Ich habe hier eine Kiste gesehen. Eindeutig. Halt. Hier habe ich eine Kiste gesehen. Dankeschön. Passt. Also die Cooper-Reflexe gehen mir ja jetzt schon auf den Sack, wenn das immer anfängt so zu machen. Das packen wir auf die Gildenbank. Das heben wir uns auf. Das packen wir hier raus. Genau, das brauchen wir nicht. So, und hier hoffen wir mal, dass El Mob jetzt kommt. Warte mal,
So. Den ziehen wir den hier raus. Dann versuchen wir die ein bisschen einzeln zu machen. Geht das hier? Was kommt da alles? Zu viel auf einmal? Hier, den nimmst du bitte auch noch ab. Ah, ich will nicht weg hier. Genau. Sonst kommt hier wieder kein Respawn bzw. der Mob nicht raus. Phoenix! Und so. Guck mal hier. Gucken in die Richtung. Immer noch nix. Dann schicken wir dich da mal drauf. Da kannst du dir vorstellen, wenn dann der Mob hier kommt und du hast hier noch zwei, drei am Popo, wie lustig das ist. Den haben wir auch. Willst du nicht oder kannst du nicht? Spawnen. Mana niedrig, jawohl. Gugelbacke? Will nicht. Da ist er! Die müssen wir zuerst klatschen. Setzen wir wieder um, genau. Jetzt habe ich mich aber auch verjagt hier. Musste nur da durchlaufen. Und dann spawnt er danach. Gugelbacke. Was soll denn hin? Hallo. Da kommt dann auch. Ey, wie viele soll ich denn hier noch klöppeln? Ist es jetzt wieder zu weit weg oder was da drüben? Ich laufe hier noch mal ein bisschen rum. Wie numm. Ja, hier haben wir schon einen Respawn. Ich hab so den Verdacht, der wird mir dann gleich in den Rücken boxen. Aber das geht jetzt extrem schnell, der Respawn. Das hätte ich jetzt so nicht erwartet. Phoenix Handschuh, packen wir da hin. Schwerrüstung brauchen wir nicht. Wenn es weitergeht, bin ich gleich Inventar full. Mal, waren das jetzt? Krieger da kaufen lassen? Die sind so weit weg von dem Lagerfeuer. Oder war das kein Respawn? Und ich hätte hier nur warten müssen, dass der erstmal das alles hier umnetzt und dann kommen die hier so Stück für Stück. Alter, da kann ich ja nebenbei angeln. Wollen wir? Nee, machen wir nicht. Da ist er, Gugelbacke. Denn ist es wirklich so. Seltsames Event, ich kenne es anders, aber was soll's, Hauptsache funktioniert, nicht? Wollen wir mal wieder uns nicht beschweren, es geht. Aber was ich singen könnte, wäre wieder, Malte war mal wieder am Werk. Malte war wieder am Werk. Und wir können uns jetzt einen erkrauten Pelz holen. Inventar sollten wir auch mal aufräumen. Dann müssen wir noch zu Onu. Genau. Kitty, was ist denn los? Du machst so wenig Aggro. Das bin ich ja nicht gewöhnt von dich. Ja, von dir heißt es, ich weiß. Das muss schon in die Ohren ein wenig wehtun. Bären und Braun und diese da? Bim, bum, schön in den Bobbes geschossen, jawoll. Erkrauter Skull. Da haben wir noch so einen Braunbären. Erkrauter Distel, Braunbär, genau. Was? Da ist nichts mit Braun, der sieht nur braun aus.
Drücken wir mal nichts weiter. Nee, da geht's. Da hält Kitty Akku. Jawohl, Nummer 3. Die gib ihm Kante. Bing bom bäff, bing bom bäff. Oh ja, oh ja, jetzt ist sie weit weg. Geht schon, geht schon. Was ist denn das? Jo, Zauber. Ne, in Schildern geführt, genau. In Weiden 2 kann ich immer gebrauchen. Da habe ich wenigstens Holz zum Feuer machen. Genau. So. Damit haben wir unsere Belohnung bekommen. Einen 6-Platz-Behälter und typisches alkoholisches Getränk. Jibim. Immer nein, die hohle Birne. Wir sind der Zwerg, wir dürfen das. Es ist nach 23 Uhr, das kann auch beschlossen werden. Genau. Boah, ist dunkel draußen, das passt. Damit kriege ich da auch keinen Ärger. Hier geben wir erstmal die kleinere Touch ab. Bing, boom, bef, bing, boom, bef, bef, bef. So, das lassen wir mal da alles. Hier, bitte schön, Dankeschön. Ohne benutzt die Schale und so. Machen wir auch. Sonst haben wir nichts weiter. Gut. Wahrsager Schale. Benutzen und so. Packen wir auch mal hier. 4 Aufladungen. Nein, 5 Aufladungen jetzt. Weiß. Ja. Brauchen wir gleich mit. Ich muss mal sehen, ob wir die Escort-Quest auch gleich mitmachen können. Ob die da ist. Das ist hier unten nicht so einfach. Die wird gerne gemacht. Manchmal ja, manchmal nein. Ich sehe gerade, dass wir ein Problem haben mit der Zeit. Dann machen wir zuerst die Escort-Quest. Nehmen die gleich an. Die durften wir schaffen. Ich setze... Das sieht seltsam aus, was du da machst. Aha. Hä? Mädel, du weißt, was du machst? Nee, mach's. Ja, alles klar. Ich hab die Schale gesetzt, obwohl ich noch gar nicht erkundet habe. Okay. Ich dachte, wir... Ach nee, wir sind ja nicht unten rein, wir sind ja oben. Ja, ich war ja viel zu eilig und so. Haben wir hier sonst noch was? Nein. Den batsch mal den da gleich weg. Ah, komm, lass dich nicht so lange bitten. Die Runde ist gleich vorbei. Den brauchen wir nicht. Ah ja, wir haben ja noch 5 Aufladungen. Wobei wir die Quest an der Schale auch danach abgeben können. Jetzt ist ja nur wichtig, dass die... Jawohl, abgeschlossen. Ja, dass die lebend da hochkommt. Den machen wir so. Bim, bum, wef. Genau. Den haben wir den weg. Du läufst schon mal dahin. Ich loote. Und das nenne ich mal Eilformat hier. Krasses Gerät. Bim, bum, wef. Genau. Oh, rote Ledertasche. Die schmeiße ich dann gleich in eine Bank. Lass dir Zeit, Tyrilune. Alles halb so wild. Sind wir jetzt hier zu weit für die Quest zum Abgeben, oder?
So, ich komme noch mal mit raus. Das ist auch eine schöne Stelle, um abzumoderieren. Das sieht gut aus. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu World of Warcraft von Blizzard Entertainment Patchnight World K auf dem Privatserver Rising Gods. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.